Guten Tag und willkommen bei einem neuen Blick ins Labor. Wie auf der Seite besprochen, werden wir den Stecker und Kabel und Adaptern ein bisschen auf die Finger schauen und versuchen zu zeigen, welche Verbindungen oder Kombinationen für das Labor geeignet sind und welche eher nicht zu empfehlen sind. Es gibt einiges, was ich Ihnen vorstellen möchte. Es sind dies ein weit verbreitetes Kabel, das ist das BNC-Kabelstecker-Kombi. Sehr weit verbreitet, weil einfach zu handhaben mit einem Barriereverschluss. Dann vielleicht als Kabelalternative, man sieht hier sehr schön die Unterschiede, ein H155, also auch für Leistungen ausgelegt, und dann ein hochflexibles Kabel, vor allem für in Verbindungen zwischen den verschiedenen Messgeräten. Dann ein Kabel mit Endstecker, ideal für die Verbindung mit dem Spektrumanalyzer, weil der Spektrumanalyzer ja N-Buchsen hat und so passt natürlich der Endstecker sehr gut drauf, besonders weil man dann eben keine Adapter braucht. Dann die Kombination, die ich auch sehr gerne habe, das ist die Kombination SMA zu N, hier die Steckerkombination bereits zusammengeschraubt, und dazu vielleicht ein kleiner Trick: die SMA-Stecker haben die Eigenschaft, dass sie sehr gerne nicht ganz zusammengeschraubt sind. Da gibt es zwei Sachen: entweder nimmt man so ein Adapterchen, das man auch kiloweise fast bekommt, oder aber ja, man geht die brutale Methode und nimmt einen Gabelschlüssel. Beides ist zu empfehlen, da die Kabel und Stecker manchmal nicht sehr gut zusammenpassen. Als Hochfrequenzalternative habe ich ein kurzes Kabel, auch SMA. Das ist ein Huber-Suhner-Kabel, sogenanntes Mini-Band. Dieses Kabel ist sehr gut geeignet, um einzelne Komponenten zusammenzustecken, zum Beispiel eine Noise-Source oder auch irgendwelche Amplifier, die ich auch schon vorgestellt habe. Dieses Kabel eignet sich für kurze Distanzen, keine Leistung zu übertragen, ist aber dafür geeignet für Hochfrequenz bis zu 18 GHz spezifiziert. Das sind die Kabel, die ich Ihnen vorstellen möchte. Adapter gibt es zwei, die ich benötige. Das eine ist ein Adapter immer N-Spektrumanalyzer-Seite zu SMA. Und dann das zweite ist N wiederum zu BNC. Auch hier lohnt es sich, gute Adapter zu wählen, damit da keine Verluste schon in der Adapterebene entstehen. Die Kabel werden wir testen, wie folgt, immer das gleiche Prozedere. Wir werden die Kabel jeweils mit Adapter oder auch direkt mit dem Spektrumanalyzer verbinden. Ich bereite mal die ganze Geschichte für unsere BNC-Kabel vor. Zwei Adapter. Und dann nehmen wir ein schönes Beispiel. Ein Beispiel abschreckend von der chinesischen Seite her. Das ist ein Kabel, das ich in China über eBay erworben habe. Und soll auch zeigen, dass man das vielleicht nicht machen sollte. Man sieht vielleicht hier schon einiges. Mal schauen, ob man da noch ein bisschen näher kann, damit man das noch ein bisschen besser sieht. Ah, ist ein bisschen eine Glückssache. Versuche es hier, geht nicht. So. Einfach zum Zeigen, dass hier bereits der Stecker eben ziemlich lose auf dem Adapter sitzt. Das ist nicht ganz so geeignet. Das Prozedere ist jetzt wie folgt: Wir nehmen den Spektrumanalyzer, schalten den Tracking Generator ein und nullen das Gerät. Die Amplitude, respektive die Einteilung, stellen wir auf 1 Dezibel ein, also dass das ganz empfindlich wird. Das ist eigentlich noch wichtig. Nullen die ganze Geschichte und jetzt gehen wir dann auf den Bildschirm des Spektrumanalysers und schauen uns die ganze Sache an. Ich werde dann diese Kabel so bewegen und schauen, was dann herausschaut.
und sehen, ob sich das bewegt und bei welcher Frequenz sich das bewegt. Und so können wir dann ein bisschen beurteilen, welche Kabel sinnvoll sind und welche nicht. Voilà, wir sind hier auf dem Spektrumanalyzer. Dieses China-Kabel hat schon bei Nicht-Berühren ganz komische Ausschläge. Das sind Übersprecher, die zweite oder die B, soll ich sagen, die Abschirmung des Kabels scheint recht dürftig zu sein, sodass man schon Übersprechen feststellt von nebenliegenden Geräten. Sollte eigentlich eine Gerade sein. Auch schon hier sieht man, dass das Kabel nicht sehr viel wert zu sein scheint. Etwas zu den Einstellungen hier. Wir haben Startfrequenz 0 Hertz, Stoppfrequenz 3,2 GHz. Das gibt dann eben ein Span oder eine Bandbreite von diesen 3,2 GHz. Das ist die ganze Bandbreite von hier zu hier. Die Skala ist wie angekündigt 1 Dezibel, also von einem Strich, von einer Linie zur anderen haben wir 1 Dezibel. Dann die Geschwindigkeit. Die ganze Bandbreite wird in 120 Millisekunden durchschritten. Ist für uns eigentlich nicht so wichtig, aber man sieht dann besser die Ausschläge, wenn man das Kabel bewegt. Ich werde jetzt einmal das Kabel bewegen und schauen, was das für Ausschläge gibt. Das gibt ganz verrückte Sachen. Also wenn ich den Stecker bewege, das ist ziemlich schlimm, was da passiert. Das ist einfach Kabelbewegungen oder am Stecker ein bisschen herumwackeln. Also eigentlich ein Kabel komplett unbrauchbar für das Labor, geht vielleicht für irgendwelche Messungen im unter 10 Mega-Bereich, kann man es ganz sicher einsetzen, aber sicher nicht für die Labormessgeräte. Als nächstes Kabel werde ich ein BNC-Kabel hochwertig einsetzen, damit man hier den Unterschied sehen kann. Das Kabel wird jetzt gewechselt. Ich wechsle von diesem China-Kabel zu einem hochwertigen BNC-Kabel mit BNC-Stecker und H155er Koax-Kabel. Man sieht hier auch schon, also diese Stecker, die wackeln schon beim Adapter nicht. Schon das ist eine gute Voraussetzung, dass es dann eben auch besser ist. Das Prozedere wieder dasselbe. Ich werde entsprechend bewegen und im Moment werde ich jetzt mal wieder normalisieren, also auf 0 stellen und dann mal wieder auf dem Bildschirm starten, damit man sieht, was jetzt mit diesen BNC-Steckern und Kabelverbindungen passiert. Okay, wir sind hier wieder auf dem Bildschirm des Spektrumanalyzers. Man sieht, dass die Streuung, also das Rauschverhalten auch hier schon wesentlich besser ist. Und wir werden jetzt das Kabel bewegen, wie wir das vorhin gezeigt haben. Ich bewege jetzt, was sich da ein bisschen was möglich ist. Und man sieht, da passiert praktisch nichts. Wir haben ganz, ganz leicht hier in diesem Bereich, das ist etwa bei 3 GHz, haben wir leichte, ganz leichte Peaks. Genau, man sieht da, das ist doch verschwindend klein, aber wir werden sehen, dass man das besser hinkriegt. Okay, der nächste Test wird jetzt die verschraubten Kabelverbindungen sein, einmal SMA und einmal N direkt ohne Adapter. Das werden wir auch noch anschauen. Wir werden umrüsten auf SMA-Adapter. Passiert jetzt. Und dann werde ich als erstes das Miniband testen. Eigentlich ein Kabel für Signalübertragung, wie wir das gesehen haben. Das sind relativ kurze Kabel. 10 bis maximum 20 cm sind die im Angebot. Und eben, wie gesagt, sind so ein bisschen semi-rigid, also nicht ganz sehr flexibel, sehr flexible Kabel, sondern eher so ein bisschen halbharte Kabel. Wichtig, gut befestigen, gut anziehen, genau wieder dasselbe Prozedere. Ich normalisiere wieder, damit die systemrelevanten Probleme ausgeblendet werden. Und jetzt schauen wir das wieder auf dem Spektrumanalyzer an.
hier zurück auf dem Bildschirm des Spektrumanalysers. Vielleicht etwas, was sofort auffällt, ist, dass das Rauschen, das Übersprechen sehr, sehr klein ist. Das ist eigentlich praktisch noch vom System her. Der Spektrumanalyser selber hat ein Grundrauschen, aber hier sieht man deutlich, dass bei gleichen Einstellungen diese Ausschläge schon deutlich kleiner sind. Die Bandbreite und alle anderen Einstellungen sind identisch. Und jetzt bewege ich das wieder. Was passiert jetzt? Und ja, da kann man jetzt praktisch machen, was man will. Da passiert gar nichts. Das ist eigentlich der Vorteil von verschraubten Verbindungen. Und in diesem Fall noch, damit es auch noch auf diesen, in diesem oberen Frequenzbereich funktioniert, das ist dem Kabel zu schulden. Jetzt ein, zum nächsten Schritt, ein N-Kabel, also direkt ohne Adapter angeschlossen. So, jetzt brauchen wir keine Adapter mehr. Schließen das N-Kabel direkt an. Das ist wiederum ein H155 Coax-Kabel mit N-Stecker direkt angeschraubt. Auch hier wichtig, dass man die Verbindung wirklich sauber macht, um nicht schon beim Adapter Probleme zu haben. Obwohl, mit der Normalisierung kann man einiges ausblenden. Wieder dasselbe Prozedere, einfach normalisieren und dann gehen wir wieder zurück zum Spektrumanalyser. So. Hier sehen wir jetzt die letzte Kabelsteckvariante. Noch einmal würde ich sagen, ein bisschen weniger übersprechen oder weniger Grundrauschen. Eine sehr gute Isolierung, das ist jetzt dem Kabel geschuldet und natürlich kein Adapter, sondern ein Direktanschluss. Ich mache jetzt wieder dieselbe Geschichte und bewege das Kabel so stark ich kann, so gut ich kann. Und ja, also da ist gar nichts, da kann man wirklich machen, was man will. Und nicht vergessen, wir haben hier nur ein dB. Das ist extrem empfindlich. Also verschraubte Kabel, verschraubte Adapter-Kabelanschlüsse sind richtig wirklich zu empfehlen im Labor. Das ist eigentlich so die erste Wahl. BNC-Stecker sicher im, sagen wir mal, unteren bis mittleren Frequenzbereich durchaus zu gebrauchen. Und natürlich sehr einfach zu handhaben. Für Baugruppen drängt sich mehr und mehr auch der SMA-Stecker auf, der auch verschraubt ist und extrem gute Resultate liefert. Das wäre es gewesen zu Kabel und Stecker. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant und nicht zu lange und ich hoffe, Sie wieder einmal begrüßen zu dürfen bei einem neuen Blick ins Labor. Schönen Dank.